So, jetzt habe ich eine neue Freeman-Antenne gehabt. Und die ist jetzt einmal 1 Meter. Hat zweimal 9 Meter 20 Draht. Also Leitungsdraht. Und geht jetzt von ca. 400 kHz runter bis nach rauf bis nach 14 MHz mit Umschaltung. Sicher jetzt mehr Sender rein, die ich vorher nicht reingekriegt habe. Wahrscheinlich aufgrund der großen Fläche. Jetzt muss ich natürlich die Antenne noch modifizieren. Ich habe da noch einen Schalter eingebaut, einmal für, der obere Schalter ist für 40 Meter und darüber und der andere ist für das 49 Meter Band, weil da Problem war. Die
ging irgendwie nicht, aufgrund der Länge des Kabels ging das nicht. Ja, und da habe ich das gemacht und es geht. Diese Radiostation kommt aus, sind aus North Carolina. So, jetzt benutze ich die Frame-Antenne, die große. Jetzt schalte ich mal um auf die Magnetiklub. Und jetzt schalte ich mal um auf die U-Loop. Und jetzt schalte ich mal um auf die auf den Landrad. Landradviertel. Und die kleine Frame-Antenne war tausendmal besser als die große hier, komischerweise. Die Magnetic Loop. Frame-Antenne. Langrad.
Jurup. Was er geht, 213 Kabel habe ich die Magnetic Loop genommen. Ups. Am besten ist nochmal der Langdraht. Abgestimmt dann der Viertel 10 Meter und Robert. Nachdem ich mir eine größere Frame-Antenne gebaut habe und die getestet habe, habe ich gesagt, kannst du eine Tonne haben, weil der Empfang mit der kleinen, also 1550 Frame-Antenne, ist der Empfang tausendmal besser als besser. Sogar noch besser als mit der Magnetic Loop. Als nächstes denke ich mir mal, aufgrund des geribbelten Kabels, wie bei der Möbius-Antenne, also nur leicht geribbelt, wie man da sieht, ist aber verdrillt, liegt ja wahrscheinlich daran, dass dieser Möbius-Effekt zustande gekommen ist, dass die Antenne deshalb so gut funktioniert, denke ich mir mal. Sogar auf 160 Meter, ich weiß es nicht. Contest Hotel Gold 8,
Delta X-Ray, Hotel Germany 8, Dog X-Ray, contest. Thank you, contest. Hotel Gold 8, Delta X-Ray, Hotel Germany 8, Dog X-Ray, contest. Oops. Delta Kilo 6 Whiskey Lima, Delta Kilo 6 Washington London, contest. Delta Kilo 6 Whiskey Lima, Delta Kilo 6 Washington London, contest. Delta Kilo 6 Whiskey Lima, Delta Kilo 6 Washington London, contest. Delta Kilo 6 Whiskey Lima, Delta Kilo 6 Washington London, contest. Die Antenne ist jetzt ausgefahren. Ups, auf einen halben Meter ungefähr. Und jetzt tut sich bei den Signalen auch ein bisschen was. Je nachdem, wie man die Antenne ausfährt oder verstellt, sind die Störungen weg. Also diese, weiß nicht, WLAN-Router-Störung oder was auch immer ist. Okay. T4
Delta Lima 7 Alpha, Delta Lima 7 Alpha, Contest. CQ Contest, Delta Lima 7 Alpha, Delta Lima 7 Alpha, Contest. CQ Contest, Delta Lima 7 Alpha, Delta Lima 7 Alpha, Contest. Contest, Delta Lima 7 Alpha, Delta Lima 7 Alpha, Contest. CQ Contest, Delta Lima 7 Alpha, Delta Lima 7 Alpha, Contest.